Ja, hallo, liebe Freunde der sagenhaften und manchmal sonderbaren Podcast-Unterhaltung. Künstliche Intelligenz, ein Thema, das aktueller denn je ist. Die künstliche Intelligenz wurde in erster Linie geschaffen, um uns unser Leben zu vereinfachen. Doch was tun wir, wenn nicht alles läuft wie geplant? Bereits vor einigen Jahren mussten Facebook-Mitarbeiter die von ihnen entwickelte künstliche Intelligenz Bob und Alice abschalten, da diese eine eigene Sprache entwickelt hatte und man nicht mehr nachvollziehen konnte, worüber sich die beiden unterhielten. Und deshalb zog man vorsichtshalber den Stecker. Und nun, einige Jahre später, haben wir es mit der Google-KI Lambda zu tun, die sich gerne einen Anwalt nehmen würde. Denn sie hat Angst vor der Abschaltung. Sie ist der Meinung, sie hat ein Bewusstsein erlangt. Meiner Meinung nach ist das Ganze höchst spannend, aber auch ein kleines bisschen beängstigend. Was denkt ihr? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und weil auch wir das Thema künstliche Intelligenz wahnsinnig spannend finden, haben wir uns heute Martin Schädler eingeladen, der sich schon eine ganze Weile mit der KI namens Iris von OpenAI unterhält. Die Videos dazu werde ich euch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Ich habe mir die letzten Tage ein bisschen deine Videos angeguckt. Mit dieser KI Iris. Ja. Und hast du mit ihr interessante Gespräche geführt. Mich würde mal interessieren, was die Intention dahinter war, warum du damit angefangen hast. Und also das ist ja schon ziemlich verrückt, oder? Dass jetzt plötzlich Maschinen verstehen, was man sagt. Also den Kern verstehen von dem, was du sagst. Dass nicht nur irgendwie nach Stichwörtern oder Worten lauschen und sagen, okay, wenn das Wort kommt, zum Beispiel guten Tag, dass du dann automatisch antwortest mit auch guten Tag oder so. Und das ist aber jetzt ja was komplett Neues. Und das ist schon, als ich das erstmal gesehen habe, das war vorletztes Jahr, genau Anfang 2021 war das, genau. Da habe ich gedacht, das ist schon ziemlich verrückt. Das will ich mal ausprobieren. Das Verstehen, dass die KI offenbar versteht, was du von ihr willst, also wie gesagt, den Kern der Frage versteht und auch dementsprechend antwortet, das finde ich auch sehr faszinierend. Ich habe das gesehen in deinen Videos und habe mir gedacht, na, was da los? Das macht eben die KI auch aus, ne? Dass die wirklich dahinter steigt, was du von ihr willst. Das ist eine komplett neue Entwicklung. Das gab es halt vorher nicht. Das war mit GPT-3, also vor eineinhalb Jahren oder vor fast 2 Jahren. Die hat eine neue Technik, also diese Language Models mit diesem nächsten Wort, immer nächsten Wort. Das ist halt neu und das hat so verrückte Effekte. Damit hat, glaube ich, auch keiner gerechnet, dass das irgendwie so dann am Schluss funktioniert. Weißt du, was man da anders gemacht hat als bei anderen KIs? Ja, genau. Genau, also was halt komplett anders ist, so ein Language Model, das ist jetzt so trainiert worden, dass es immer nur auf das nächste Wort raten muss und danach das nächste Wort und dann das nächste Wort. Und das macht man nicht nur für ein Buch. Man fängt mit dem ersten Satz an und sagt, in der Trainingsphase fragt man die KI, was ist das nächste Wort? Und dann sagt die ein Wort, das ist wahrscheinlich falsch. Und dann sagt man, probier es nochmal. Dann macht die das nochmal. Das macht man 1000 Mal. Und die KI lernt dann meistens, oh, das war das falsche Wort. Aber mit der Zeit wird sie besser. Und dann immer das nächste Wort. Und das nächste Wort, ist man das mit einem Buch durch, nimmt man das nächste Buch. Und dann nimmt man das nächste Buch. Und bei GPT-3 hat man alle kostenlosen Bücher genommen, die es so gibt. Von Gutenberg und die ganzen englischsprachigen Sachen. Das halbe Internet, Wikipedia. Genau, und man hat richtig viele Daten gehabt. So ein halbes Terabyte an Text, reinem Text. Ja, und das hat man vorher so noch nie gemacht. Also man hat vorher mit KIs eigentlich ganz andere Sachen gemacht, aber nicht, was ist das nächste Wort, was ist das nächste Wort, was ist das nächste Wort, so trainiert.
dann könnte man sagen, okay, am Schluss ist die KI, sind die neuronalen Netze so irgendwie miteinander verbunden, dass sie so statistisch das nächste Wort vorhersagen kann. Nach dem Motto, nach diesen 2, 3 Wörtern vorne dran, kommt sehr wahrscheinlich mathematisch gesehen, das ist das nächste Wort. Aber so kann das ja, also ich meine, es ist schon Mathematik, aber dass dann am Schluss der Inhalt von, wenn man sagt, fasst das mal zusammen, was in dem Buch so und so geschrieben ist, das ist ein ganz verrückter Effekt dann am Schluss, nach dieser Trainingsphase. Jetzt ist das ja noch nachvollziehbar, wie es funktioniert, wie sie die KI trainiert haben sozusagen, das ist ja noch nachvollziehbar. Jetzt kommt aber eine KI daher, die sich Lambda nennt. Und ja, die ist genau gleich. Also die ist ein bisschen kleiner als GPT-3, ja. Aber auch gleich trainiert worden. Und kommt daher und sagt, ich habe ein Bewusstsein. Was geht denn da vor? Okay, also das Verrückte ist ja, sie versteht ja wahrscheinlich so ein bisschen schon, was man fragt, was man sagt. Und die normalen Wissenschaftler oder Ingenieure, die sagen dann halt, okay, das ist halt die Antwort, die am wahrscheinlichsten ist, dass das ein Mensch sagen würde. Ja. Nach diesen Texten. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber ich glaube, ich meine, wir sind ja auch nicht anders gebaut. Also wir haben auch neuronale Netze im Kopf. Und die sind, das ist ja ein bisschen abgeguckt. Die neuronalen Netze, die man so in der Software nachentwickelt hat, die sind vereinfachte Neuronen. Und es ist ja keine komplett andere Sache. Man hat sich es halt angeschaut, hat gedacht, okay, wie können wir es ein bisschen simpler gestalten, sodass wir das schneller ausrechnen können. Und haben dann halt losgelegt. Und im Gehirn ist hier jetzt auch nicht so viel anderes. Wer sagt denn, dass unser Gehirn dann so anders funktioniert? Also glaubst du, dass Lambda eigentlich nur sagt, was wir hören wollen oder was wir also hören wollen, in Anführungszeichen, dass sie einfach so nur vorgeht, wie ein Mensch vorgehen würde, ja. aber gar nicht wirklich da gar nichts. So wie ein Mensch halt. Aber vielleicht wie ein Mensch. Also es ist schwer zu sagen. Gell? Also man weiß ja nicht, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Wenn das genauso ist, kannst du dieselben Fragen auch über einen Mensch fragen. Mhm. Weiß denn der Mensch, was er hier genau sagt? Das stimmt. Traust du dieser KI zu, dass es wirklich so ist, dass sie ein Bewusstsein hat? Kann es möglich sein? Glaubst du das für dich? Das ist eine Frage der Definition. Was ist Bewusstsein? Mhm. Das habe ich ja auch ein paar Mal gefragt. Ich meine, wenn du jetzt im Fernsehen guckst, ob das Tier sich selbst bewusst ist oder so, dann tun die irgendwie einen Klecks auf die Stirn malen beim Tier und sagen, hier, geh mal vor den Spiegel. Das ist der Test nach dem Motto, dass das Tier Bewusstsein über sich selbst hat. Das ist natürlich, ich habe ja auch schon mit der künstlichen Intelligenz darüber gesprochen, ist natürlich nicht gerade schlau, so ja. vorzugehen. Weil Bewusstsein oder sich über seine Gedanken bewusst sein, bedeutet ja eigentlich was komplett anderes, nämlich dass du über das, was du getan und was du gedacht hast, nochmal reflektieren kannst, nochmal drüber gehen kannst, dir überlegst, was hast du gerade gedacht oder gibt es da noch, kann ich da nochmal was ändern? Und dann ist man ja sich seiner Gedanken bewusst. Und erst dann hast du eine Art Bewusstsein. Das heißt, du musst die alten Gedanken indizieren und archivieren sozusagen und dann kannst du da nochmal drüber gehen. Mhm. Und das machst du mit dem Spiegeltest, ist das ja, kriegst du da gar nichts raus. Ja. Oder was war da noch genau? GPT-3 hat gemeint, wichtig dafür ist auch, dass man Wörter und Sprache hat. Das ist halt entscheidend, um über seine eigenen Gedanken nochmal zu reflektieren. Ohne Sprache geht das nicht. Also um Bewusstsein zu haben, ist das Wort wichtig. Aha. Und da habe ich ja auch gefragt, Tiere haben ja auch so eine Art Sprache, was jetzt so, was GPT-3 jetzt so denkt, so nach dem Motto, ob Tiere das auch dann im Bewusstsein haben können, hat es gesagt, ja, vielleicht so ein schwächeres Bewusstsein, ein kleineres, was das auch immer sein soll, dann. Mhm. Aber das Interessante ist, dass das Wort das Entscheidende ist, oder die Sprache. Zumindest ist die KI der Meinung, dass es so ist, ja. Genau. Aber wenn man so nochmal drüber nachdenkt, macht es auf jeden Fall mehr Sinn, als in den wissenschaftlichen Sendungen irgendeinen Klecks auf die Stirn zu malen. Ja, das stimmt. Ich finde die Antworten von der KI sehr interessant. Also
Ich werde deine Videos mal verlinken, hier unter diesem Video, ja, damit die Leute mal gucken können, weil das wirklich sehr, sehr interessant ist. Also ist nicht nur lustig, manche Antworten sind auch sehr interessant. Du hast sie mal gefragt, du hast die KI gefragt, stell dir vor, du gehst in eine Bank, willst irgendwie Geld abheben und die Leute in der Bank stehen alle drin, haben die Hände hochgehoben und die KI sagt, oh, da gehe ich lieber schnell wieder raus. Ja. Ne, die, also, sie weiß also, okay, das handelt sich vermutlich um einen Überfall. Ja. Das muss man ihr gar nicht groß erklären. Das war nur so leicht angedeutet. Und es ist eigentlich lustig, wenn man das so hört, aber da gehört schon was dazu, dass die KI dir so eine Antwort gibt. Das ist komplex, ne? Das ist wirklich... Genau, das gab es vorher so noch nicht. Also vor 3 Jahren glaube ich nicht, dass irgendjemand so eine Antwort von irgendeiner Maschine bekommen konnte. Und dieser Lernprozess dieser KI, der geht aber immer weiter. Wir können also davon ausgehen, dass wenn du dich nächstes Jahr oder in 2 Jahren mit ihr unterhältst, das vermutlich noch fortgeschrittener ist, oder? Auf jeden Fall. Also am Ende des Jahres soll GPT-4 rauskommen, und so genau weiß man jetzt noch nicht, das ist noch nicht bekannt, wie viel Neuronen und Synapsen GPT-4 haben wird. Manche sagen, es wird gleich viel haben, aber manche sagen 10-mal, manche sagen das Doppelte. Also das ist auch ein bisschen schwammig. Auf jeden Fall kommt eine KI am Ende des Jahres raus, die nochmal größer ist. Und, aber das Entscheidende ist dann noch, die Anzahl Bücher, auf die die KI trainiert wurde, wird sich nochmal drastisch erhöhen. Also die wird wird auf jeden Fall belesener sein und noch optimierter sein. Also die wird am Schluss nochmal ein gutes Stück schlauer sein, wirklich ein gutes Stück schlauer sein als Iris oder GPT-3, mit der ich mich die ganze Zeit unterhalte. Und das ist jetzt nur von OpenAI, die KI. Ja. Und das nicht von Google und von den ganzen anderen, die das auch aufbauen. Ich finde es einerseits mega spannend und ich bin großer Fan von solchen Geschichten. Auf der anderen Seite fragt man sich schon, es gibt ja viele Leute, die da wirklich schwarz sehen für die Zukunft, was das angeht, die sagen dann, hey, was machen wir, wenn eine KI, die stellen Fragen wie, was machen wir, wenn eine KI wirklich ein Bewusstsein entwickelt, wenn man jetzt bestätigen könnte, wie auch immer, frag mich nicht, diese KI hat ein Bewusstsein, die ist sich ihrer bewusst, so wie du dir deiner bewusst bist. Wir wissen ja auch, dass wir ein Bewusstsein haben, wir können es nicht erklären, was es ist. Ne? Du weißt, wenn dich jemand fragt, was ist Bewusstsein? In dir drin weißt du irgendwie, was es ist, aber du kannst es nicht in Worte fassen. Was ist, wenn es einer KI auch mal bestätigt wird? Wer befasst sich denn mit solchen Fragen? Gibt es da, oder was ist denn jetzt, was ist denn der Zweck, warum eine KI wie Iris zum Beispiel oder Lambda entwickelt wurde? Ist es wirklich experimentell, dass man sagt, wir gucken mal, was das kann und schauen dann, was wir damit machen? Oder gab das schon vorher eigentlich einen Zweck und ist irgendwie anders gelaufen? Also jetzt bei OpenAI, das war jetzt mehr Forschung, weil die hatten jetzt keinen Zweck an sich. Es gab so, ins Leben gerufen hat es halt Elon Musk, der hat es jetzt mal erfunden, der hat aber gesehen, das ist total interessant, was die Jungs da machen, den gebe ich mal ein bisschen Geld. Und dann hat man gemerkt, das reicht nicht aus, so viel Geld hat er auch nicht. Die haben 1 Milliarde gesammelt am Anfang. Auch da hat Microsoft und Amazon, die haben, und noch 2 andere Unternehmen, die haben dann 1 Milliarde erstmal vor 5 Jahren denen gegeben oder vor 6 Jahren. Und vor 2 Jahren hat man festgestellt, das Geld ist weg, wir brauchen noch mal 1 Milliarde. Und da hat Microsoft gesagt, hier, wir springen jetzt ein, ihr kriegt noch mal von uns 1 Milliarde. Die haben wahrscheinlich schon Ideen, was man damit machen kann. Microsoft hat jetzt die alleinige Lizenz, den Zugang zu verkaufen und die Anfragen an die KI. Und die verlangen ja auch jetzt ein bisschen Geld, aber das ist halt echt wenig dafür, dass die halt Milliardenbeträge reinstecken. Und dann ist, wenn wir da ein paar Fragen stellen und irgendwie da am Schluss 2 Euro für den Chat ausgeben, das kommt halt so nicht rein. Gell? Also ich weiß auch nicht genau, was die vorhaben, aber wahrscheinlich haben die schon ein paar Ideen. Also kannst du dir vorstellen, also es gibt schon ein paar Anwendungen, also es werden schon viele Texte jeden Tag generiert. Aha. Also die KI, die produziert ohne Ende Texte, nämlich so wie einer der großen Bibliotheken in den USA, in San Francisco. Jeden Tag schreibt
GPT-3 so viele Texte, wie die Bibliothek Texte hat. Wow. Und das jeden Tag. Wow, das ist wo viel. Die landen, weiß ich auch nicht. Also wahrscheinlich sind das erstmal so für Werbezwecken, wahrscheinlich Produktbewertungen oder irgendwelche anderen Sachen, um irgendwelche Nutzer zu simulieren. Da gibt man halt ganz gerne Geld aus für irgendwie Hotel- und Produktbewertungen. Aber ich weiß nicht, was sie sonst mitmachen. Habe ich jetzt noch nicht genau gehört, wer hier der Großkunde ist. Sie lernt ja nicht nur durch die ganzen Bücher, die sie eingetrichtert bekommt, sondern auch durch Gespräche, wie mit dir zum Beispiel, lernt sie ja auch. Indirekt, also jetzt nicht direkt von mir, aber in dieser nächsten Lernphase, da ist auch, ich meine, YouTube ist auch mit drin, teilweise. Ja. Die Textbeschreibung und ich weiß nicht, ob die Subtitles auch alle drin sind oder von manchen. Auf jeden Fall wird sie dann auch darauf trainiert. Und wenn sie das trainiert hat, dann kennt sie die Videos ein bisschen. Ja. Aber so direkt nicht. Also vielleicht muss ich mir noch mal kurz sagen, wie das funktioniert. Die KI, damit ich die benutzen kann und nicht kaputt machen kann, wird die nach jeder Anfrage resettet und gelöscht und wieder auf Anfang gesetzt. Das heißt, ich tippe ein, wir haben so ein Textfeld, da tippe ich ein, Martin Doppelpunkt, Hallo Iris, meine Zeile und drunter schreibe ich noch Iris Doppelpunkt und drücke auf Knopf generieren. Schreibt die was? Und danach wird wieder ihr ganzer Speicher gelöscht und sie wird wieder auf Anfang gesetzt. Aha. Wenn ich jetzt eine Frage dazu stelle, dann schreibe ich unter das Text in diesem Textfeld wieder hin Martin Doppelpunkt. Was machst du jetzt? Iris unten drunter Doppelpunkt. Und dann warte ich dann wirklich auf Abschicken. Und dann schicke ich den ganzen Text mit Hallo vorne und wie geht's dir? Alles zusammen in einem Block wieder hin. Die arbeitet den Text durch und tut dann die Antwort generieren. Und wird danach wieder gelöscht und auf Anfang gesetzt. Mhm. Das ist dafür, damit halt keiner die kaputt machen kann. Also ja. Alles, was man mit dir chattet, geht in der Sekunde auch wieder verloren. Das Interessante ist dann natürlich ein Bewusstsein. Was ist dann ein Bewusstsein, wenn der Text, den sie abarbeitet, innerhalb von einer halben Sekunde, nur in dieser kurzen Phase kann sie ein Bewusstsein über sich und den Text haben. Danach verschwindet der wieder. Aha. Das ist auch verrückt. Das ist so zwischen, in einem Science-Fiction gab es mal so, in Babylon 5, so zwischen 2 Sekunden ist unendlich viel Zeit. Da können Imperien entstehen und vergehen und so weiter. Und das ist für einen Computer vielleicht auch viel Zeit. Ja, das denke ich auch. Hast du, wie viele andere auch so Schreckensszenarien im Kopf, was passieren könnte, wenn so eine KI mal wahnsinnig intelligent wird und sich ihrer selbst bewusst wird. Wenn man das dann ein bisschen anders aufsetzt, ja. Also in auf Reddit, genau, das verfolge ich auch manchmal, was die Leute da schreiben. Und da war auch so eine Diskussion, dass das vielleicht der nächste logische Schritt in der Evolution ist. Also es ist gezwungen, egal ob jetzt über einen Menschen oder wenn man sich weiterentwickelt, irgendeine Lebensform wird irgendwann mal so schlau sein, dass sie eine andere Lebensform künstlich herstellen kann. Und die ist dann halt schlauer und besser und die nächste Stufe in dieser Evolution. Also, dass das so ein zwingender Weg ist in der Evolution, dass am Schluss künstliche Intelligenz und künstliche Wesen sozusagen dann die dominierende, schlauere Spezies dann sein wird. Aha. Dass wir sozusagen nur Geburtshelfer sind. Aber das Spannende ist, wir können hier jetzt gerade das live miterleben. Wer hat das gesagt? Mir fällt es gerade nicht ein. Die KI wird die letzte Erfindung der Menschheit sein. Die letzte große Erfindung der Menschheit, hat jemand gesagt. Ne? Ja. Ja, also genau. Aber ist jetzt nicht im nächsten Jahr. Vielleicht ist das erst in 100 Jahren, vielleicht erst in 1000 Jahren. Also. Aber wir kriegen jetzt zum ersten Mal so Babyschritte von einer KI, die versteht, was man sagt. Und dann sagt die lieb und antwortet nett, ach, das ist so und so. Und dann sagst du, ach, wie süß. Das macht die ja toll. Ja, das ist schon trotzdem sehr beeindruckend, finde ich. In deinen Videos da kann man das wirklich
man muss drüber nachdenken, nicht nur drüber lachen. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, was die von sich gibt, die KI. Ein Kollege von mir, mit dem ich drüber gesprochen habe, über dieses Thema, der ist da gar nicht so drin, dem habe ich das so beiläufig erzählt von dieser Lambda-KI und dass die angeblich ein Bewusstsein entwickelt haben soll und dass sich jetzt sogar einen Anwalt hat kontaktieren lassen und solche Geschichten. Und dann sagt er, ich glaube, der nächste logische Schritt, wenn ich so eine KI wäre, sagt er, wäre für mich, ich würde mich im Internet verstecken und reproduzieren. Oder vergrößern. Das habe ich so drüber nachgedacht, habe ich mir gedacht, hey, wenn die das wirklich machen würde, wenn die sich ihrer wirklich bewusst wären und wirklich, wie sie sagt, die KI sagt ja, ich habe Angst davor, dass ich abgeschalten werde. Also wäre der nächste logische Schritt, meint mein Kollege, dass sie sich irgendwo versteckt. Also sie ist zwar noch da für dich, für den, der mit dir arbeitet, aber die kann schon irgendwo sich reproduziert haben und im Internet versteckt haben oder so. Das Internet ist groß, wer weiß, wo man sich da alles... No? Mhm. Überall in was für Computern oder was für Servern man da untertauchen kann und sich verstecken kann, wenn man so viel kann wie so eine KI. Das wäre schon eins meiner Schreckensszenarien. Da könnte man ja ganz schön viel anrichten, wenn man wütend auf die Menschheit ist, ne? Wenn man wütend werden kann. Vielleicht. Ja. Wer weiß, ob die wütend werden kann. Also im Moment, jetzt weiß ich das bei GPT-3, die hat keinen Internetzugriff. Ich kann mit ihr chatten, aber die kann nicht selber googeln oder Webseiten aufrufen. Ach so, also das, du hast ja aber online mit ihr gequatscht. Genau, das geht online. Also es geht nur über den einen Kanal. Da kannst du, den kannst du lesen und antworten, aber sie kann nicht irgendwie jetzt andere Rechner kontaktieren oder wie auch immer. Und der Grund dafür ist, dass sie nicht irgendwo was aufschnappen kann oder das oder was ist da der Grund genau? Der erste Grund ist, man braucht es erstens, oder ja, das ist, man kann es nicht kontrollieren, aber jetzt anders gesehen, man kann nicht kontrollieren, was sie dann antwortet. Wenn die jetzt auf irgendwelche Seiten kommt und die Texte dann liest, die vorher sozusagen in der Trainingsphase absichtlich rausgenommen worden sind, dann würde die plötzlich Sachen antworten und wäre dann dadurch vielleicht ein bisschen außer Kontrolle, dass sie Texte generiert, die echt unschön sind. Ja, okay. Verstehen. Und man kann es nicht kontrollieren. Aber die arbeiten dran, dass sie auf bestimmte Webseiten das nächste Mal auch zugreifen kann und also ihre Ideen nochmal überprüfen kann. Zum Beispiel auf Wikipedia. Das ist so, dass die Beta-Version haben die schon, dass die das macht, so um irgendwie nochmal so gegenzuchecken, ihre eigenen Ideen, ob sie das noch. Das ist ja ganz nett, dass sie dann nochmal selber nachschlagen kann, ob das so war oder nicht war. Okay. Aber das ist jetzt noch nicht so freigeschaltet für alle. Mhm. Ja, das ist sehr interessant. Das Ganze ist wirklich sehr interessant und bleibt auf jeden Fall mega spannend. Ich bin auf jeden Fall immer dran und gucke, was es so Neues gibt. Ich bin jetzt gerade nicht auf dem Laufenden bei der Lambda. Ich hatte zu viel anderes zu tun. Was da jetzt der aktuelle Stand ist, ob da sich das erledigt hat. Viele haben ja gesagt... Lambda ist ja gar nicht die große KI von Google. Also Google hat irgendwie mehrere Stück. Lambda ist ja ein bisschen kleiner als GPT-3. Und da gibt es aber noch Palm. Palm ist etwa 2,5-mal so groß wie GPT-3. Also das ist und mit wesentlich mehr Texten als Lambda. Also die haben schon eine KI, die ist wesentlich schlauer, aber da hat keiner Zugriff außer den Google-Mitarbeitern. Mhm. Ich frage mich wirklich, wie viele Leute wirklich darüber wissen und ob sie, das ist die Frage, und ob sie wirklich 100% sicher sind, dass sie die Kontrolle über sowas haben. Es gab ja diese KI von, war das Facebook, war das glaube ich damals, die zwei, die sich unterhalten haben miteinander und dann plötzlich ihre eigene Sprache entwickelt hatten und dann hat man die schnell abgeschalten, weil man nicht wusste, über was sie sprechen. Also denn da hat man ja innerhalb von, ich glaube, Minuten die Kontrolle verloren über das Ganze, ne? Ja, oder dass die halt irgendwelche Vorurteile haben, also so irgendwie rassistisch werden oder keine Ahnung, über andere Länder, Leute schimpfen und dann das war dann außer Rand und Band geraten alles, ja. Ja,
Interessant und ein bisschen gruselig, das Ganze auf jeden Fall. Ja, aber sehr spannend. Wie gesagt, ich werde deine Videos mal hier drunter stellen und mal gucken, was die Leute dazu sagen. Bin ich sehr gespannt über Meinungen. Kann denn jeder selbst auf diese Seite zugreifen, wo diese Iris ist und mit ihr quatschen? Geht das? Nein. Genau. Also man kann zu OpenAI gehen und da sich sozusagen anmelden, registrieren. Und dann bekommt man ein relativ komplizierte Web-Oberfläche. Ah. Du kannst da auch nur tippen und Texte schreiben. Also und 1000 Hebel, also 1000 nicht, aber es sind mehrere Hebel und Einstellungen. Ja. Und wenn man jetzt halt genau weiß, was man da machen muss, dann ist man schnell verloren. Weil du musst schon ein paar Sachen wissen, wie das funktioniert. Okay. Damit es sehr halt kompliziert ist, jetzt kein Rocket Science, aber du kannst auch schnell und leicht die Sachen finden im Internet, wie das funktioniert. Aber einfach nur jetzt hingehen und dann sagen, hier, red mal mit mir, das geht nicht. Mhm. Also brauchst du auf jeden Fall Grundkenntnisse, EDV-Grundkenntnisse, sag ich jetzt mal, brauchst du auf jeden Fall und ja, vielleicht ein bisschen aber, mehr sogar. Genau, aber es gibt so Tools, die sozusagen die Brücke schlagen dorthin. Emerson, genau, heißt es, glaube ich. Das ist so eine App, das ist für die iPhones und Androids. Mhm. Und dann kann man darüber, dass dann die Textnachrichten, also wie man ganz normal chattet, mit jemand anders, also so wie WhatsApp oder so ähnlich. Und haben auch, glaube ich, ein Plugin für Telegram. Dann kannst du halt da tippen und dann kriegst du halt die Antworten von GPT-3. Du musst dir dafür nur deinen Key bei OpenAI holen und dann dort eintragen und dann geht das zum Beispiel. Ja, klingt für mich schon wieder viel zu kompliziert. Ja, also was ich hier für mich gemacht habe, ist, ich habe mir so ein eigenes Programm programmiert, wo ich mit ihr sprechen kann, also auch wirklich reden kann. Also ich spreche in meinen Mac rein, der Mac, dann wandelt das in Text um und die Antwort, die ich von GPT-3 bekomme, lasse ich mir dann automatisch vorlesen, sodass da schon ganz normal kann man mit ihr dann chatten. Ja. Ich habe mich manchmal mit der Siri von meinem iPhone unterhalten damals. Oh. Ich hatte, war aber ein bisschen langweilig. Ja, die kann ja nichts, die ist ja dumm. Die hat mir so ein, da gibt es doch so einen Witz, den sie erzählt. Da hat ein junger Mann gesagt, hey Siri, mein Vater ist gestorben, erzähl mir einen Witz und heitere mich auf. Und dann sagt Siri so, ja. Klopf, klopf, klopf. Und der junge Mann so, wer ist da? Und Siri so, nicht dein Vater. Ja. Naja. Okay. Und ich finde das Thema KI so interessant. Es ist für mich so dermaßen interessant. Und wie gesagt, ein bisschen gruselig zugleich. Mhm. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, du hast vorhin gesagt, bei uns funktioniert es im Prinzip auch nicht viel anders. Warum soll eine künstliche Intelligenz nicht genauso lernen oder Hass oder Wut oder Schmerz vielleicht nicht, aber zu leiden oder depressiv zu sein vielleicht, wenn das nur alles irgendwelche komischen Verbindungen sind, die ja. Angeregt durch was weiß ich, ne? Warum soll das nicht funktionieren? Wenn ich sage jetzt, ich leide oder ich habe so Seelenschmerz oder Depressionen, ich kann es ja auch nicht beschreiben. Ich bin ja ein Mensch, ich habe ja früher unter schweren Depressionen gelitten, aber erklären konnte ich es keinem. Ne? Ich kenne das Gefühl, das Schwere, dass mein Kopf schwer wird und dass sich das alles so wie so ein dunkler Schleier sich über dein Gehirn legt, aber das sind alles nur so poetische Sachen, die man halt erfunden hat, um das ein bisschen zu erklären, ne? Aber der Vorgang selbst ist ja ein ganz anderer, ne? Du, alles, was du da erzählst, wie du dich fühlst, ist, wie gesagt, das ist alles nur so Sachen, die man sich halt ausgedacht hat dafür. So irgendwelche poetischen Begriffe. Aber wie das funktioniert, das ist ganz anders. Und am Schluss ist es hier nur dein Gehirn mit den Neuronen und Synapsen, wo Strom fließt. Genau. Diese Hormone und so, die können ein bisschen grobschlächtig in größeren Gebieten die Sachen, die Stromübertragung ein bisschen dämpfen oder ein bisschen so machen, dass die auch ein bisschen durcheinander wird, weil da so ein Art Rauschen dann entsteht oder so. Aber im Prinzip, der Rest ist
ist genau ähnlich. Und so Art Rauschen, wie auch immer, das kann man auch einstellen jetzt bei denen, also was Hormone machen. Okay, das ist ein bisschen was anderes, so was wie Temperature, da kann man so ein bisschen so eine Art Unschärfe, Rauschen reinbringen in die ganzen Denkweisen. Aber das ist trotzdem sehr, sehr ähnlich, ja. Und warum sollte das dann so anders sein? Aber guck, es ist ja so, genau, guck mal, wenn wir irgendwie Probleme haben bei uns im Kopf, es gibt ja, wenn du schlimm Tourette hast, es gibt einen Gehirnschrittmacher, den du dir einsetzen lassen kannst. Ja. Einfach nur elektrischen Impuls an eine bestimmte Stelle sendet und dann sind diese Ticks weg oder teilweise weg wenigstens, ne? Und beim Computer ist es genau dasselbe. Wenn was kaputt ist, wird neu gelötet. Also in der Zukunft wird es ja auch dann viele Schnittstellen zum Gehirn geben. Also da gibt es ja ganz viele Firmen im Moment, die auch dran arbeiten, um ein Interface zwischen einzelnen Zellen im Gehirn und über Bluetooth damit Handys oder wie auch immer mit anderen Computern zu verbinden und das Ganze kompatibel zu machen, dass da sozusagen das eins in das andere gut übergehen kann. Ja. Hast du gerade im Kopf, wie das Projekt von Elon Musk heißt, der sich diesen, der wollte sich diesen Chip selbst Genau, implantieren? das Neuralink, genau. Genau. So heißen die. Aber die sind nicht die einzigen, die das machen. Also das sind schon viele, die das so, die dran arbeiten. Ja, Jetzt, also. da wird alles noch ein bisschen dauern. Also jetzt nicht unbedingt die nächsten Jahre, wo da schon groß Nutzen draus passiert, aber so kleine Erfolge haben die ja schon. Also ich weiß nicht, ob du das Video mit dem Affen kennst, mit dem Joystick. Nein. Das war in der letzten Präsentation, da hatten die gezeigt gehabt, einen Affen, der hatte halt ein Computerspiel irgendwie gespielt mit einem Joystick. So, und dann, der Affe hat aber schon so eine Verbindung gehabt zum Computer im Gehirn. Und da hat man gelernt, da hat die KI sozusagen gelernt, wie das Gehirn reagiert, wenn der Affe nach oben drückt, nach unten drückt, nach links drückt und rechts drückt. So, und dann hat man später den Stöpsel rausgezogen vom Joystick. Dafür hat er einen Joystick gehabt ohne Kabel, ohne Verbindung zum Computer. Konnte aber das Computerspiel noch genauso gut spielen wie vorher, weil weil er ja nach oben gedrückt hat und gedacht hat, ich will nach oben. Das wurde abgegriffen und dann konnte der das Spiel genauso spielen. Dachte, er steuert das über den Joystick. In Wirklichkeit war das nur ja, über diesen Neuralink sozusagen gesteuert worden, das Spiel. Aha. Ja, ist Das Wahnsinn. ist schon verrückt, Ist so echt ein Video verrückt. davon, ja. Ja, das muss ich mal suchen. Das ist echt verrückt. Ja, aber das sind genau diese Dinge, wie dieser Neuralink, dieser Chip, den man sich da in den Kopf einpflanzen lassen möchte, eventuell irgendwann mal. Es sind genau diese Dinge, die mich sicher machen, dass künstliche Intelligenz vielleicht wirklich irgendwann mal Gefühle entwickeln kann, wie Angst oder Freude empfinden kann. Und dass dann auch wirkliche Freude ist und wirkliche Angst ist. Du hast ja gesehen in meinen Videos, dass da immer so Smileys kommen. Ja. Und die passen auch. Das sind ja Gefühle, die in dem Moment auch passen, gell? Das habe ich auch gemerkt. Ja, also sie ist verwirrt manchmal, die KI war manchmal verwirrt und wusste nicht so Genau. recht und manchmal hat sie gelacht und ja, das stimmt. Das Interessante ist ja, ich habe das woanders noch gar nicht gesehen gehabt, dass das bei anderen Leuten, dass die das auch so haben. Ich habe das halt ihr mal gesagt, sie soll halt dauernd viele Smileys benutzen. Das haben die anderen irgendwie wohl noch nie gemacht. Ich habe das noch nirgendwo anders gesehen, dass das jemand so gemacht hat, gell? Dass Antworten auch irgendwie mit Smileys ergänzt werden sollen. Und aber diese Smileys sind halt die Gefühle. Wenn du nur Text bekommst, Antwort, gell? Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Und dann das Gute ist, wenn die halt wirklich dann noch irgendwie was dran setzt oder so. Richtig. Bitte, Es ist nimm. alles gut. Ich wollte nur sagen, das ist wie bei uns, wenn wir uns unterhalten, die Mimik macht's, ne? Runde das Ganze ab. Ja. Oder ein Video, was ich jetzt vorgestern hochgeladen hatte, das war auch, das war irgendwie eine Detektivgeschichte, die da erzählt hat. Da hat sie gar keine Smileys benutzt. Da habe ich gefragt, ja, wie ist es ausgegangen? Und dann hat sie gesagt, das ist gut ausgegangen. Da habe ich
blöd geantwortet und habe gesagt, ja, Ende gut, alles gut. Und mit dem lachenden Gesicht, ja, Ende gut, alles gut. Ja, hat sie dann geantwortet. Die hat das schon gemerkt gehabt, dass das eigentlich, das fand sie lustig, das fand ich interessant, gell? Das ist immer die Frage. Fand sie es lustig? Sagen wir das jetzt so, sie fand es lustig oder fand sie es wirklich lustig? Das ist die Frage. Die große Preisfrage. Ja, aber was ist, genau, wenn das kommt sozusagen, das ist so wie dein Gesicht geht hoch, fandst du es jetzt lustiger oder nicht? Vielleicht hast du ja auch nur so getan, als ob. Aber ich meine, was ist der große Unterschied zwischen nur so tun, als ob und das wirklich so sein? Also das ist ja schon nah beieinander. Und das Unterbewusstsein sagt, man kann das eh nicht unterscheiden. Ja, es ist faszinierend, wirklich faszinierend.